Stell dir vor, du gehst in einen Baumarkt oder Supermarkt mit über 1 Million Produkten und 8600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und dann siehst du mich. Hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Naja, ich glaube, das wünscht sich niemand. Genau deshalb schauen wir uns heute den Beruf des Einzelhandelskaufmanns an, der dafür zuständig ist, die Läden einzuräumen, Produkte zu sortieren, zu kassieren und so viel mehr. Und deshalb starten wir heute im Baumarkt. Aber wir starten in einem ganz besonderen Bereich und zwar... Hallo, ihr kleinen Fischis. Pascal, können wir jetzt? So. Jetzt kannst du einen Hase in die Hand nehmen. Ja, gerne. So, setzen wir jetzt hier rüber. Und die machen wir jetzt sauber. Genau, die muss jetzt sauber gemacht werden. Was braucht man für eine spezielle Weiterbildung oder Spezialisierung, um hier mit Tieren zu arbeiten? Hier speziell, was dazu ist, hast du nachher Paragraph 11 vom DNA, musst du dann die Scheine machen, weil das ist dann sehr, sehr, sehr speziell. Das ist ein Schein wie ein Führerschein. Und der zählt dann ein Leben lang. Ja, ne? Okay. Ach ja, aber Ute, ich finde, wir sind ein gutes Team bisher. Ja, passt ganz gut. Ja, an für sich ist das schon schick, oder? So auch mit Tieren zu arbeiten, sage ich mal. Ja, Hobby zum Beruf zu machen, ist schon was Tolles, ja, wenn es klappt. So, letzter Handgriff gemacht. Sehr schön. Sieht gut aus. Jawohl. Fein. Denke ich nämlich auch. Ja. Als würde ich es jeden Tag machen. Frühstück. Ich hätte auch gern Frühstück. Alter. Das war übel krasses Gefühl irgendwie. Weiß ich nicht, komisch, glitschig, fischig. Okay. Was glaubst du, welcher Typ man sein muss? Man muss es wirklich mögen. Ja. Mit der Kontakt halt, ne? Durch die Kontaktwürdigkeit. Also es ist kein Bürojob, wo du den ganzen Tag niemanden siehst, sondern du musst wirklich eigentlich immer viel, ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn man früh reinkommt. Man darf da wohl nicht verklemmt sein, man muss halt auf die Menschen zugehen können. Und das ist praktisch immer das Erste, was du machst am Tag, dich einmal um die ganzen Tiere zu kümmern. Genau, erst sind die Tiere dran. Sauber machen, füttern. Lasst es euch schmecken. Mm. Und damit haben wir jetzt genug mit kleinen, süßen Tieren gearbeitet. Jetzt geht's für uns in die nächste Station rein. Ich weiß, es tut mir auch leid, ich werde euch auch vermissen. Aber egal, wir gehen jetzt sortieren, einräumen und werden später liegen, wie viel man unter anderem an der Kasse verdienen kann. Das ist gar nicht so einfach, da musst du studiert haben für. Das sehen halt die Leute nicht. Guck mal, was ist denn sortiert? Das ist halt Natur. Ja. Naturprodukte, ne? Was kann ich, nimm's mir nicht krumm. Doch, nein. So, nochmal die rechte und die linke Seite. Die rechte und linke Seite, also das ist ganz klar. Das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Da muss ein Tischler fahren. Und die kernzugewandte Seite ist die rechte Seite, ne? Guten Tag. Hallo. Immer freundlich sein. Jo, Pascal. Jo. Kleine Challenge für dich. Wie möglich Bretter in einer Minute. Let's go. Fünf, sechs, sieben, acht. Mal vier. Das ist nach Adam Riese wie viel? 12. Richtig. Und damit Challenge geschafft. Holz einsortiert und jetzt geht's ins Gartencenter. Was sind die positiven und die negativen Seiten an deinem Beruf? Positive Seiten sind, du hast jeden Tag mit Menschen zu tun, kommst ins Gespräch, macht wirklich schon Spaß. Negativ, geht dann jeder, denke ich mal, ein bisschen anders von den Öffnungszeiten her. Montag bis Freitag haben wir bis 19 Uhr auf, das geht. Ja. Es gibt da sicherlich andere Branchen, wo es familienunfreundlicher wird. Ja. Ne, gerade Familien mit Kleinkindern ist immer sehr schwierig im Einzelhandel. Ja. Ich glaube, das denke ich relativ häufig bei so den Berufen, wo ich bin. Ich glaube, du hast auch hier eine hohe Abwechslung, oder? Also es ist jetzt nicht so eine reine Bandarbeit, sondern du bist bei den Tieren, du bist mal hier, du bist im Gartencenter, du bist mal... Ständig in Bewegung. Ja. Wunderbar. Und jetzt bringen wir die Pflanzen hier nach. Genau. Und man muss sagen, ne, hier riecht es auch gut. Also das lässt sich hier schon gut arbeiten. Ja, wird doch. Wird doch. Ah, so, schön grün ist geworden. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Baustoffe? Bin ich mal gespannt. Ich auch. Nächste Aufgabe ist jetzt im Prinzip diese Palette, die jetzt hier steht, die kommt jetzt hier dazwischen rein. Ja, weil die Leute das halt kaufen wie verrückt. Ja, ne? Hast ja gesehen, ne? Ja. Ich sag immer so schön, letzte Woche eine Raupe gefahren, heute Ameise. Genau. Für alle, die nicht wissen, was eine Ameise ist, das ist eine Ameise. Nee. Wie viel Urlaub und wie viel Freizeit hast du? Urlaub 30 Tage. Hast du einen? Ja. Gute Zahl? Ja. Freizeit ist sehr begrenzt, aber man kann es einteilen. Aber ich sag mal, das normale 40-Stunden-Wochen in Anführungszeichen. Ja. Und was vielleicht auch interessant ist im Einzelhandel, wie kommst du mit Schichten klar? Sehr gut. Ja, man muss es wahrscheinlich einfach auch damit halt klarkommen. Man muss es mögen, Man muss es wirklich mögen. Aber Spätschicht, Astrene noch ein bisschen ausschlafen früh. Ja. Und abends Club gehen? Gehst du in den Club? Nee. Und die Palette müssen wir jetzt hoch. Die kommt jetzt raus. Das habe ich mal irgendwo so gesehen, dass jemand so macht. Seitdem mache ich das auch immer. Also immer, wenn ich halt irgendwo arbeite. Wenn du arbeitest. Wenn ich mit einer Ameise und einer Palette arbeite. Ja, und jetzt schnappen wir uns die hier. Und die hebt man da rein. Ja. Diese Hupe ist so astrein. Das haben wir jetzt geschafft. Ameise bitte
ins Bettchen vorne gerade hin. Leo! Und während das bei Leidermann aufgrund des Arbeitsschutzes nicht möglich ist, hast du allerdings viele weitere Vorteile. Und zwar, stopp! Stopp! Denn bei Leidermann riecht es nicht nur immer gut, sondern Leidermann ist auch dein Bau-, Fach- und Gartenmarkt für sämtlichste Bau-, Fach- und Gartenartikel. Denn du siehst ja selber, die Auswahl hier ist riesengroß, aber genauso groß wie die Auswahl ist, so abwechslungsreich ist auch der Beruf des Einzelhandelskaufmannes. Und wenn auch du das so interessant findest, was ich heute den ganzen Tag so mache, mit was ich schon zu tun hatte und was ich noch tun werde, dann solltest du darüber nachdenken, dich als Einzelhandelskaufmann hier bei Leidermann zu bewerben. Und genau deswegen geht es jetzt auch für mich zurück zu Ute in den nächsten Bereich und da bin ich mal gespannt, was mich da erwarten wird. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Supermarkt. Wir sortieren hier nicht die Gummibärchen umher, sondern die Teppiche. Fuck. Das hat jetzt eine ganz andere Bedeutung, weil immer, wenn man einkaufen geht, sieht man so die Preise und jetzt können wir sie einfach umsortieren. So wie wir wollen. Es ist nämlich immer, also meistens so, dass die Produkte, die teuersten sind, auf Griffhöhe sind. Wir machen mal ein Beispiel. Hier unten 6,99 €. Hier 26,99 €. Was lernen wir daraus? Immer auf den Preis achten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausschaut, wenn wir das Regal neu befüllen wollen. Und dafür scannt Ute jetzt die sogenannte EAN-Nummer ein, um die neuen Produkte dann zu bestellen und um die neuen Produkte dann auch hier in unser leeres Regal wieder einzusortieren. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Ein bisschen näher ran und von oben. Jetzt. Ah, war es jetzt okay? Ja, genau. Jetzt haben wir das Regal fertig. Jetzt können wir auslesen gehen. Wunderbar. Ich habe eingekauft. Genau. Und was hast du da jetzt gemacht? Abgebiebt. Eine Bestellung. Also, okay. Wenn nicht nur die Bestellung durch ist, sondern wenn man auch mit seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann durch ist. Oh, dieser Übergang gerade. Was hat man dann für Weiterbildungsmöglichkeiten? Schulungen auf alle Fälle wahrnehmen, kriegst du von eigentlich vielen Firmen angeboten. Dann Messen werden wahrgenommen, wo man auf Messen fährt, um die Produktneuheiten kennenzulernen. Im Betrieb selber hast du noch die Möglichkeit, Fachhandelswirt eventuell, wenn du jetzt nicht nur als Verkäufer, sondern versuchst halt etwas höher zu kommen. Wird aber vorausgesetzt, dass du einen IHK-Abschluss hast, von herein schon als Einzelhandelskaufmann. Also kann man dann auch noch ein Studium dranhängen. Ja, genau. Am Ende des Tages. Richtig. Okay. Und damit habe ich meine erste Bestellung aufgegeben und ja, den Markt praktisch oder für den Markt hier eingekauft. Aber natürlich können hier auch normale Kunden einkaufen und für die ist natürlich auch total wichtig, wenn die sich hier einfach so ein Produkt raussuchen, dass das auch jemand an der Kasse abscannt und abkassiert. Und das ist jetzt die letzte Station, aber um ehrlich zu sein, wäre das total unverantwortlich, wenn ich mich da als Ungelernter jetzt an die Kasse setzen würde. Guten Tag, hallo. Servus. Haben Sie eine Kundenkarte von uns? Hier muss man bitte reingucken. Oh. Aha, Sie sind schon so ein Schlawiner. Ich denke, Sie haben hier was geklaut. Das darf man nicht. Ach so. Gehört das auch Ihnen? Gehört das auch Ihnen? Kommt das öfter vor? Zum Teil. Okay. Also ist vorgekommen. Oh, aber das ist krass, da hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Aber krass, auf was man alles achten muss, ne? Nochmal bitte. Und das hat der Kunde draufgesteckt. Ach so. Oder wer auch immer. Du Schlawiner. Gut. Das war jetzt alles? Ach, nee. Guck doch mal, was das für einer ist hier. Servus. Die Blumenerde noch. Gehört das auch zu Ihnen? Gehört das auch zu Ihnen? Ja, wenn es so lag. Ja, wenn es da lag, ne? Aber ich muss sagen, es ist unheimlich anstrengend und ich habe jetzt eine Viertelstunde gefühlt für den Einkaufswagen gemacht. Also Respekt, dass das so schnell geht, wenn man mal so vergleicht, wie schnell das hier bei den anderen geht. 63, 32 bitte. Danke. Hier Ihre Karte. Und beim nächsten Mal, ne, Freund Blase, mal aufpassen, wo du überall deine Sachen noch versteckst. Aber so können wir das jetzt nicht lassen. Man kann nicht zum Kunden sagen, Schlawiner. Sie Schlawiner. Auch das nicht. Bon Trupp, ja. Der Kassenbon. Ihr Kassenbon. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Danke. Wiedersehen. Genau. Er hat seinen Einkaufswagen vergessen. So, das war jetzt ja ganz schön aufregend. Meine abschließende Frage zum Einzelhandel. Was kann man hier verdienen? Also verdienen können Sie bei uns zwischen dem Mindestlohn, also 12 Euro zur Zeit, bis zu 16 Euro. Kommt dann drauf an, wie lange Sie im Unternehmen sind. Also ich denke, ich bin schon einen Tag da. Da gibt es plus 6 Euro. Nein, da gibt es 18 Euro. So, und wenn du dich auch mal an die Kasse setzen möchtest, dann probier es doch einfach mal aus. Und wenn du wissen möchtest, wie viel du in diesem Beruf verdienst, dann guck dir jetzt unbedingt dieses Video an.